Way! Herzlich willkommen zur ersten Roomtour hier im Tiny House. Ich weiß, sie hat lange auf sich warten lassen. Ja, aber wir hatten einfach so viele Baustellen, das ging einfach nicht anders, die uns so viel Zeit und so viel Kraft auch gekostet haben, dass es früher einfach nicht möglich war. So what? Wir gucken uns heute jedenfalls das erste Zimmer an, was fertig geworden hier ist im Tiny House und das einzige Zimmer, was abschließbar ist. Da befindet es sich hinter der Tür und ich würde sagen, let's go! Yo, wir befinden uns jetzt hier im Tiny House Badezimmer und das erste, was dir wahrscheinlich auffallen wird, na, hast du es gesehen? Okay, ich gebe dir noch eine Chance. Das Tiny House Badezimmer ist super geräumig. Hier passen 50 Leute rein, viel, viel größer als normale Tiny House Badezimmer, denn wir haben uns viele in der Planungsphase angeschaut, die waren uns alle zu klein. Da hat gerade mal eine Dusche reingepasst, Mini-Waschbecken und eine Toilette. Und sobald eine zweite Person vorhat, das Badezimmer zu betreten, wenn schon eine erste drin steht, guckt der halbe Arsch raus. Ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, dass mein halber Arsch in die Küche ragt, während ich mir die Zähne putze, das muss nicht unbedingt sein. Oh Gott, schlechte Vorstellung. Dieses Badezimmer ist jetzt 1,50 Meter lang, genauso wie die Badewanne und 2,25 Meter breit, also so breit wie das Haus. Und zwar einfach mega wichtig, dass hier alles reinpasst, um sich sauber zu halten, zu duschen, zu baden, sich die Zähne zu putzen, Wäsche zu waschen, auf Klo zu gehen, sein Geschäft zu verrichten und das alles mit einem gewissen Raumgefühl, nicht, dass man irgendwie Bock hat, den Raum schnellstmöglich wieder verlassen zu wollen, nicht so dieses Beengte wie im Wohnwagen, wo man das Gefühl hat, man kommt irgendwie gar nicht mehr. Übrigens für die Planungsphase auch ganz wichtig für dich, für dein Tiny House vielleicht. In einem Badezimmer entsteht sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Wie zum Beispiel durch Baden, Duschen, Zähne putzen, Wäsche waschen. Und da solltest du unbedingt in deinem Tiny House dafür sorgen, dass genug Abluftmöglichkeiten entstehen, wo die Feuchtigkeit abgezogen werden kann. Wie zum Beispiel durch ein Fenster, Nummer 1 und Nummer 2. Übrigens eine krasse Erfahrung, die wir auch gemacht haben bei der Anschaffung von einigen Gegenständen, wie zum Beispiel auch diese Badewanne hier. Wir sind davon ausgegangen, dass kleinere Möbel oder kleinere Badewannen automatisch günstiger sind, weil sie kleiner sind. Dem war leider nicht so, denn die Produktionszahlen sind geringer, die Nachfrage ist viel geringer. Wir haben für unsere Badewanne, die hat jetzt ein Maß von 70 cm Breite mal 1,50 Länge, also so tief wie der Raum hier ist, fast 400 Euro gekostet. What the fuck? Das hat uns schon echt umgehauen, denn 400 Euro für eine kleine Badewanne ist schon echt eine Menge Geld. Wir hatten aber nicht wirklich die Wahl und haben nur eine einzige Badewanne gefunden, die uns gefallen hat. Wenn du wissen willst, woher wir die haben, guck einfach in die Infobox unter dem Video. Entscheide einfach für dich selbst, was dir wichtiger ist, ob Dusche oder Badewanne. Am Ende nimmt es sich nicht wirklich viel. Hier hast du einfach nur die Möglichkeit zu duschen und zu baden. So, kommen wir nun zum Highlight des Badezimmers, nämlich das Waschbecken. Das hat uns am meisten Arbeit, am meisten Zeit gekostet. Ursprünglich kommt es aus Marokko. Wir haben es bezogen aus einem Berliner Antikmarkt. Der musste leider dicht machen. Für 50 Euro haben wir es bekommen. Besteht aus Kupfer, Messing. Ist wunderschön gearbeitet, auch nicht ganz gerade. Mit einer Wasserwaage würde ich da jetzt auch nicht rangehen. Vielen lieben Dank auch nochmal an den Dieter, der uns dabei geholfen hat, das so auszutarieren. Passend zum Waschbecken haben wir auch gleich den Spiegel bezogen. Entsprechend für ganz wenige Euros mit einer einfachen Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, damit das Badezimmer auch ja entsprechend mit Licht geflutet wird, das man braucht, um hier auch mal, wenn es draußen dunkel ist, sich selbst sehen zu können und sich die Zähne zu putzen. Uns gefällt es ganz gut, weil es den Raum wirklich ein schönes Highlight gibt und einfach einen schönen Charme ausstrahlt. Vor allem gemütlich ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ebenfalls Platz gefunden hier im Tiny House Badezimmer hat auch die Waschmaschine, mit der wir auch geplant haben. Wenn das Badezimmer kleiner wäre, dann hätte die schon wieder nicht reingepasst. Nichts ist schlimmer, als wenn du draußen minus 10 Grad hast und irgendwo die Wäsche waschen musst, wo du erstmal nicht so einfach hinkommst. Wir wollten alles, was man braucht, um hier im Haus zu leben, auch im Haus haben. Das Einzige, was nicht direkt zugänglich ist, ist der Technikraum, wo man einmal ums Haus laufen muss. Der befindet sich direkt hier hinter dem Badezimmer. Ansonsten ist es einfach cool, dass hier alles wirklich im Haus enthalten ist, was du brauchst. Und wir überlegen auch gerade, ob wir diese Waschmaschine austauschen durch einen Waschtrockner, mit dem wir auf jeden Fall im Winter die Wäsche einfacher trocknen können als im Sommer, wo sie sowieso in den Garten kommt. Mal gucken, vielleicht hast du da auch eigene Erfahrungen mit einem Waschtrockner, die du gerne als Kommentar unter das Video packen kannst. Ansonsten haben wir noch zwei kleine Schränke hier im Badezimmer. Wir wollten es gar nicht so pompös gestalten, denn wenn man sich minimalisiert und reduziert, dann braucht man einfach nicht mehr so viel Schrank und sind einfach happy, dass hier zwei kleine Schränke ausreichen für Toilettenpapier, für selbstgemachte Produkte, die wir selbst herstellen, wie Zahnpasta, Roggenmehl oder auch Wascherde, mit der wir uns waschen. Klingt total eklig, funktioniert
funktioniert aber super. Erzähle ich dir gerne nochmal im separaten Video. Denn Nachhaltigkeit wird hier sehr groß geschrieben. Wir versuchen auf möglichst viel Plastik zu verzichten und mit Naturmaterialien uns hygienisch sauber zu halten. Und schön ist es auch, wenn hier kein großer Schrank drin steht, hat man einfach mehr Platz für sich selbst. Und das ist auch mal ganz nice. So, ich bin soweit fertig mit der Roomtour. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Oder warte mal kurz. Ich habe was vergessen. Das Scheißhaus. Wir leben ja nicht in der Steinzeit und deshalb haben wir auch hier im Tiny House eine Toilette, eine sogenannte Trenntoilette von der Firma Separat Villa. Die Toilette verlinke ich dir auch nochmal in die Infobox unter das Video, falls es dich interessiert. Werde in Zukunft auch ein separates Video machen, weil das sehr umfangreich ist, beziehungsweise sehr interessant auch für viele, die nicht nur mit im Tiny House unterwegs sein wollen oder sich damit ausstatten wollen, sondern auch mal im Campingwagen, in einem Bus oder so. Und ich kann sie wirklich empfehlen, denn es ist unglaublich cool, wie viel weniger Wasser du verbrauchst mit so einer Trenntoilette. Die trennt komplett Fäkalien von dem Urin. Hier gibt es keinen unangenehmen Geruch, weil sie mit einem eigenen Lüftungssystem ausgestattet ist. Im Übrigen, für die Hardcore-Fans haben wir auch draußen tatsächlich im Garten ein Toilettenhäuschen zu stehen. Da fehlt nur noch das Herzchen an der Eingangstür und da kann man auch bei minus 10 Grad, wenn man Bock hat, rausgehen und sein Geschäft verrichten. Wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt und konntest dir ein paar Inspirationen mitnehmen zu einem Tiny House Badezimmer, was etwas größer ist als der Standard, aber für uns war einfach super wichtig, dass hier genug Platz ist drin, nicht ist drin, sondern drin ist, für alles, was man braucht, um gut im Tiny House leben zu können. Würde mich freuen über einen Kommentar, was dir besonders wichtig ist in einem Badezimmer oder was dir hier besonders gut gefallen hat. Falls du neu bist auf dem Kanal, hinterlass gerne ein Abo und einen Klick auf die Glocke, damit du beim nächsten Video informiert wirst. Ich wünsche dir erstmal alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!